Leute, ich hol euch nochmal mit ans Board. Ich will den letzten Hauptgewinn noch holen. Falls die goldene Fledermaus überhaupt noch einen Hauptgewinn hat, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich einfach damals auch nur gefreut, dass ich diese Rosenbandage geholt habe. Mal schauen. Ja, Keith, ich hoffe mal, du hast nichts Neues. Ja gut, also Meteormaske. Du bist jetzt mein Ziel. Oh, das könnte es vielleicht geklappt haben. Ja. Perfekt, wir haben eine Meteormaske, Leute. Yes. Wunderbar. Meteormaske, schauen wir uns doch mal an, was sie bewirkt. Ich denke mal, die ist bestimmt wieder für Joachim. Ja. Meteormaske, steigert die Verteidigung. Maske von einem Meteoriten. Okay, ist ein sehr starker Rüstgegenstand. Ich weiß nicht, ob die jeder tragen kann. Ja, sie könnte jeder reintragen, rein theoretisch. Und ich werde sie Yuri geben. So. Alles klar, Leute. Unsere Lotterielose sind aufgebraucht. Die Lotterie ist getan. Jetzt überlege ich, welche Sidequest mache ich als nächstes? Ich werde nach Inugami gehen, denke ich. Obwohl. Gebetsgewand habe ich schon geholt. Ich gehe, glaube ich, erstmal ein Bedürfnis machen. Bis gleich. So, Leute. Bedürfnis erledigt und Gedanken geordnet. Wir werden jetzt erstmal nach Paris gehen. Jetzt muss ich nur noch mal schnell meine Sachen mir wieder zurecht suchen. Ah! Wo war das jetzt? Oh Mann, Champs-Élysées war das, glaube ich, wo ich jetzt hin muss. Ich meine doch, dass ich hier erstmal hin muss. Denn einige wissen vielleicht, was ich vorhabe, einige auch nicht. Ich mache erstmal Pause, so, dann kriegt man das auf jeden Fall gleich auch wieder hingebacken. Oder auch nicht. Toll. Da ist es! Wunderbar, das Blatt habe ich gesucht. So. Meine Schrift lässt auch zu wünschen übrig. Ja, ich bin richtig und jetzt, okay, hier soll jemand rumrennen, der ähnlich aussieht wie eine Figur, die wir schon mal gesehen haben. Wollen wir doch mal schauen. Wie läuft er denn hier rum? Ich glaube, er ist es, den ich ansprechen will. Genau. Er läuft recht krumm rum. Vergangenheit in Miss Nupatsch. Willkommen auf dem Champs-Élysées, dem größten Einkaufszentrum der Welt. Meine Güte. Ich wette, ihr seid auf Urlaub hier. Das ist prima. Du bist eine Stahlkralle, oder? Was? Woher weißt du das? Na, das ist ja wohl eindeutig. Schau dich doch nur mal an. Uns ist ganz egal, wer oder was du bist. Wir wollen nur wissen, ob du Lenny gesehen hast. Lenny? Er hat die Stadt schon verlassen. Ups, Mist, vergesst es. Ich habe Lenny gar nicht gesehen. Na, das kannst du anderen erzählen. Ja, er ist eine Stahlklaue. Seine Intelligenz ist Beweis genug. Sieh mal, du hast es ja schon gesagt. Kannst du uns also beruhigt sein? Ja, okay. Also, Lenny ist Richtung Cannes abgezogen. Was? Dorthin zurück? Das heißt, wir sind fertig hier. Okay. Was kommt jetzt? Moment, was habt ihr vor? Was wollt ihr Lenny antun? Weiß ich noch nicht. Ich weiß, Lenny hat eine Menge Scheiß gebaut. Er ist dabei aber nur den Anweisungen der Gesellschaft gefolgt. Lenny selbst ist kein schlechter Kerl. Er hat mir mal das Leben gerettet. Wieder so eine Geschichte? Oh mein Gott. Okay, Männer. Das ist vielleicht unser letzter Job. Seid ihr bereit? Okay. Du, warte einen Moment. Was wollt ihr, Lenny, Herr? Du hast doch eine Minute, oder? Du hast doch eine Mutter, oder? Ja, Sir. Ich versuche ein bisschen Geld zu verdienen, um ihr unter die Arme zu greifen. Tatsächlich. Nun, ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Los, erstatte dem Meister mal Bericht. Sag ihm, sie sind abgehauen. Aber Lenny kümmert sich drum. Er braucht sich also keine Gedanken zu machen. Aber wäre es denn in Ordnung, wenn ich der Einzige bin, der wegrennt? Hey, willst du diskutieren? Das war ein Befehl, kapiert? Ach, auf deine Mutter. Achte auf deine Mutter, Mann. Mann, Lenny. Tja, Leute. Beeindruckend, wie er mitdenkt. Respekt. Aber die anderen haben ihn wohl nicht interessiert. Naja. Als ich nach Russland kam, war alles schon vorbei. Wenn Lenny nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt tot.
Lenny ist nicht wirklich schlecht. Also bitte, tut ihm nichts zuleide, okay? Ja, hab schon verstanden. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wohin, Leute? Habt ihr euch erinnert? Habt ihr euch erinnert? Ja, ich ja. Ab nach Cannes. Wunderbar. Diese Sidequest packe ich hier auch noch rein. Oh Mann, Leute, da werden Erinnerungen wach, ey. Glaubt ihr gar nicht. Das Spiel wäre auf jeden Fall länger als Shadow Hearts 1 mit den 183 Videos. Wäre es auf jeden Fall länger. Aber ich habe hier einiges zusammengefasst, um eben halt mir ein bisschen Zeit zu verschaffen. Aber das wollen ja einige nicht schätzen. So, hier ist nichts. Oder ist er es jetzt, den ich ansprechen muss? Cesare, genau. Hey, ihr da, ich habe gehört, ihr sucht nach Lenny. Ja, weißt du, wo er ist? Ja, ich weiß, aber ich werde es euch nicht einfach so sagen. Wenn du wissen willst, wo Lenny ist, dann musst du erst einen mathematischen Wettstreit mit mir austragen. Ach, das Mathe-Quiz. Okay, mathematisches Quiz. Okay, los geht's. Ich stelle dir eine Aufgabe und du wählst unter den Antworten die richtige aus. Wenn du 10 Probleme nacheinander richtig gelöst hast, gewinnst du. Fertig? Ach du Scheiße, jetzt werde ich bloßgestellt. Was macht 12 plus 5 plus 8? Ja, ne? Habe jetzt mit meiner Absicht falsch geantwortet. 12 plus 5 plus 8, ja, okay. Ist aber klar. Ich versuch's nochmal. Was macht 2 plus 9 plus 2 plus 3? 16. Was macht 17 plus 8? 25. Was macht 12 plus 33? 45. Was macht 84 durch 4? 21. Was macht 12 plus 5 plus 8? 25. Was macht 26 minus 4 plus 8? Ja, nein, 30. 30, ne? Ja. Was macht 29 plus 29? 58. Was macht 6 mal 6 plus 6? 36 plus 6 sind 42. Was macht 3 mal 4 mal 3? 12 mal 3 sind 36. Was macht 4 plus 4 plus 4 plus 5? 12 plus 5 sind 17. Ding, ding, alles klar. Kaum zu glauben, dass du mich besiegt hast. Und ich war immer der zweitbeste Mathematiker der Welt. Nun, jetzt halt auch deine Abmachung ein. Wo ist Lenny? Er ist eine Weile nach St. Marguerite gegangen. Sagte, er geht dahin zurück, wo er geschlagen wurde. Der Ort, wo er geschlagen wurde? Dann weiß ich, wo er ist. Nun, ich bin nicht sicher, dass du ihn noch erwischst. Warum hörst du mir nicht einen Moment kurz zu? Ich habe Lenny das erste Mal vor 5 Jahren getroffen. Okay. Keine Chance, Bruder. Du hast sie doch nicht alle. Nicht mich bestehlen zu wollen. Lass mich in Ruhe. Du warst doch so dumm, dir die Brieftasche stehlen zu lassen. Ich gebe sie dir nicht zurück. Was soll das überhaupt? Diese Stehlerei. Hier sollte es doch genug Arbeit für Leute in deinem Alter geben. Meine Familie ist arm und ich bin nicht zur Schule gegangen. Kann nicht lesen oder schreiben. Aber stehlen, das geht. Mhm. Schule, hm? Hey. Warum bringe ich dir nicht einfach ein bisschen Mathe bei? Mathe? Ja, es gibt viele Jobs, die man mit ein paar Mathekenntnissen ausüben kann. Wirklich? Du bringst es mir bei? Klar, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein echtes Mathe-Genie. Nee, hätte ich auch nicht geglaubt. Dank seiner Lektion kann ich mich heute selbst ernähren. Ich bin nur wirklich dankbar. Hey, das ist ja ganz was Neues. Kann mir Lenny gar nicht als Lehrer vorstellen. Lenny sagte immer, wer gut in Mathe ist, ist auch ein guter Mensch. Okay. Das heißt also, ich bin ein schlechter Mensch, oder was? Naja, Leute, merkt euch einfach Shadow Hearts Logik. Wer Mathe kann, ist ein sehr guter Mensch. Okay, das heißt jetzt ab nach Saint Marguerite. Da kann ich auch wenigstens wieder ein paar Schritte sammeln für die Dungeons. Da Joachim ja in meiner Gruppe ist. Ja, sehr schön, er ist dabei. Dann wollen wir doch mal in die Saint Marguerite Höhle. Auf die Insel wieder zurück. Festung der Erinnerung haben wir dort abgeschlossen. Und jetzt gehen wir wieder dorthin zurück, wo wir ihn besiegt haben. Wir wollen ja wissen, was da los ist. So, viele Schritte hier machen. Ich denke, das zählt hier noch als Dungeon. Ansonsten müsste ich all meine Schritte in der Azuka-Plattform machen. Und das wäre dann meine letzte Prüfung. Sollte allerdings hoffentlich nicht so kommen. Auf geht's nach oben. Denn wir müssen nach oben, soweit ich weiß, war das. Ja. Wo kommen wir jetzt raus?
Ach nee, das war das Büro. Hier haben wir ja die Sachen gesammelt zum Schlüssel bauen. Sehr schön. Dann wissen wir das jetzt auch wieder. Weiter runter. Da müssen wir doch wohl runterlaufen. Alles klar. Wunderbar. Aber Leute, ich bin so froh, dass ich endlich die Sidequests machen kann. Weil die waren einfach immer nur schön. Im ganzen Spiel. Oh, der Folterraum. Kennt ihr ihn auch noch? Ich erinnere mich noch zu gut daran. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade hier lang laufe. Vielleicht komme ich sogar hier richtig entlang. Ich weiß es nur nicht mehr. So, Stahltür. Sieht verdächtig nach dem falschen Weg aus. Ich laufe aber noch ein bisschen umher. Kämpfen muss ich hier ja nicht mehr. Hallo. Hier ist, glaube ich, noch der Lotteriespieler. Genau, der Unterhosendieb Thompson. Ich werde ihm nicht den weißen Slip geben. Kann man, glaube ich, auch gar nicht. Auf jeden Fall ganz schnell rumlaufen. So. Mal schauen. Hä? Okay. Hier lang. Ja, Leute, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ah, hier bin ich richtig. Soweit ich weiß, bin ich hier richtig. Ich habe mich einfach nur nicht mehr dran erinnert. Ja, hier muss es gewesen sein. Hier müsste er damals verborgen gehalten worden sein. Unser guter damaliger Freund. Ja, genau so. Einmal schnell was checken. Schnell was checken. Ja gut, sollte klappen. Wir gehen hier jetzt rein. So. Auf geht's. Da ist er. Das ist doch Lenny, definitiv. Yo! Wie ist es dir ergangen? Was denkst du denn? Ich bin fast ertrunken, als ich aufgewacht bin. Gab es keine Gesellschaft mehr. Aber was geht dich das an, stimmt's? Ich will ja gar keinen Streit mit euch. Es gibt keinen Grund mehr zu streiten. Na, das Loch, das kennen wir noch. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Zum Teufel, ich weiß nicht mal, warum ich überlebt habe. Ich tauge doch zu gar nichts mehr. Das stimmt doch gar nicht. Auf dem Weg hierher haben eine Menge Leute sehr nett über dich gesprochen. Was? Wirklich? Großmäuler? Naja. Hehe. Nett? Wirklich? Was ist los? Ist dir das peinlich? Halt den Mund! Aber weißt du, vielleicht habe ich aus irgendeinem Grund überlebt. Vielleicht sollte ich... Hehe. Ich bin froh, dass ich dich doch nochmal zu Gesicht kriege. Du gehst? Ja. Hey, nimm das hier mit. Die Bikerjacke, sehr schön. Das freut mich schon mal. Hä? Eine Jacke? Ja, die habe ich schon seit meiner Kindheit. Du weißt schon, weil ich dir so viel Ärger gemacht habe und so. Du gibst mir also deine alte Jacke? Zum Teufel, ja! Sie ist vielleicht alt, aber in hervorragendem Zustand. Eine echte Rarität. Hehe, ich werde gut drauf aufpassen, danke. Tja, Leute, die beste Rüstung für Yuri. Die Bikerjacke. Oh ja, immenser Unterschied. Wir schauen sie uns mal an. Sie sieht so aus wie die Ausrüstung, die er normalerweise trägt. Nun ja, Leute. Dazu sag ich mal nichts. Können wir noch irgendwas bei Lenny erfahren? Sieh zu, dass du auf dich aufpasst. Auf der anderen Seite, was geht dich... Das geht mich das an. Lad mich heute das nächste Mal auf zum Bier ein. Oh, pff, warum nicht, ne? Er war ja immerhin so gnädig und hat uns nochmal, einen auf der Nase... Wir haben ihn konnten nochmal auf der Nase geben. So, jetzt geht's zum nächsten Ort. Wo will ich jetzt hin? Ja. Bam, 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 bam. Ich werde einfach nur aus dem Dungeon rauslaufen und schauen, ob das jetzt hier zählte für die Schrittzähler-Geschichte. Und dann werde ich immer mal zwischendurch mal checken, ob das klappt mit den Schritten, wie ich das vorhabe. Ja, hier muss ich durch. Hallo? Hallo? Sehr schön, Tür auf. Weitergehen. Da komme ich nicht durch. Doch, da komme ich durch. Muss ich ja sogar. Mäh. Oh Mann, Sorgmarguerite. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich auf diese Insel muss. Tut mir irgendwie auch weh. Also, dieser Dungeon hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem mit Solid Blanca. Und raus. Wir sind raus. Zack. Ja, was könnten wir jetzt noch schnell erledigen? Ich glaube, jetzt geht's nach Asien, Leute.
Jetzt geht's nach Asien. Doch was machen wir in Asien? Das finden wir beim nächsten Mal raus bei Let's Play Shadowhearts Covenant. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.